Es gibt eine neue Technologie, die dir dabei helfen kann, deinen Erfolg mit Frauen zu verdreifachen, zu vervierfachen oder generell einfach aufs nächste Level zu bringen. Ich werde dir in diesem Video von dieser neuen Technologie erzählen und am Ende des Videos wirst du wissen, wie du sie einsetzt, um deinen Erfolg bei Frauen zu verbessern. Also, von was für einer neuen Technologie rede ich hier? Und um das zu verstehen, was ich dir jetzt gleich erkläre, musst du erstmal ein anderes Konzept verstehen, nämlich das Konzept des Sales Funnels. Das ist ein Begriff aus dem Verkauf. Leute, die im Verkauf sind, kennen das wahrscheinlich und bedeutet übersetzt Verkaufstrichter. Das kannst du dir so vorstellen, mal ein Beispiel von mir. Ich verkaufe ja auch Dinge, das weißt du ja vielleicht. Du bist hier und kommst sozusagen mit meinen YouTube-Videos in Kontakt. Das ist der erste Kontaktpunkt. Dann tragst du dich vielleicht mit deiner E-Mail für mein E-Mail-Coaching ein. Das ist der zweite Kontaktpunkt. Ja? Dann kaufst du vielleicht eins meiner Online-Kurse. Das ist der dritte Kontaktpunkt. Dann guckst du vielleicht weiterhin Videos und besuchst mich irgendwann auf einem meiner Live-Seminare oder so. Ne? Und das ist ein Trichter. Das heißt, durch diesen Trichter lernst du immer mehr und immer intensiver meine Welt kennen. Ja, du hast verschiedene Kontaktpunkte mit mir und kriegst immer mehr Informationen über mich und über das, was ich tue. Ja, du gehst durch diesen Trichter durch. Und dieser Trichter bereitet dich halt darauf vor, immer mehr mit mir in Kontakt zu treten und immer mehr meine Welt zu erfahren. Hauptsächlich natürlich durch YouTube, weil hier sind sehr lange Videos online. Das ist ein Verkaufstrichter und das, diese neue Technologie, die keine neue Technologie ist, aber sie wird immer größer und deswegen solltest du es nutzen, die kann genau das Gleiche, nur mit Frauen. Also diese Technologie ermöglicht es dir, dein Leben aus dem bestmöglichen Winkel darzustellen, um Frauen von dir zu begeistern, um Frauen von dir zu überzeugen, die es vielleicht vorher nicht waren. So, jetzt will ich ja generell, also ich bin ja nicht generell der, oh, ich muss Frauen von mir überzeugen Typ, aber diese neue Technologie ist super und das werde ich dir erklären, wie genau das funktioniert. Also, von was rede ich hier eigentlich genau? Ich rede hier von einer Social-Media-Plattform und ich rede hier nicht von Facebook, ich rede hier nicht von WhatsApp und auch nicht von Tinder, sondern ich rede von Instagram. Ja, und für die, die Instagram noch nicht kennen, Instagram ist eine App, die hauptsächlich mit Bildern und Videos arbeitet. Und der Hauptteil der User von Instagram sind Frauen. Also die meisten User auf Instagram sind weiblich. Und jetzt will ich dir eine kleine Geschichte erzählen und dann wird auch gleich klar, warum Instagram so stark ist. Und dann erkläre ich dir später, wie genau du am besten da vorgehst. Ich habe hier eine Bilderwand, die siehst du jetzt nicht, aber da hängen einfach ganz viele Bilder aus meiner Vergangenheit. Ich habe Fotos gemacht, habe ich die ausgedruckt und an eine Wand gehängt. Das fand ich cool. Und 90% der Frauen, die zu mir zu Besuch kommen auf Dates, gehen als allererstes in meinem Zimmer, die gucken sich um, und dann gehen die zur Bilderwand und schauen sich alle Bilder an. Männer machen das nie. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der sich meine Bilder angeguckt hat. Vielleicht ein, zwei. Das ist ganz, ganz selten. Frauen machen das immer. Das heißt, für Frauen, und das sind sehr visuelle Wesen, sind Bilder und Videos ein großer Informationspunkt. Das heißt, wenn die Frau zu mir kommt und ich gefalle ihr, dann geht sie zu meiner Wand, um Dinge über mich herauszufinden, weil durch die Fotos kann sie das ja. Ja, das ist so wie so ein natürlicher Trieb, der in der Frau vorinstalliert ist, sich Fotos und Videos von Leuten anzugucken, wenn sie die Möglichkeit dazu hat. Und jetzt wird auch klar, warum all diese anderen Plattformen nicht so gut taugen für das, was ich dir gleich erklären will, ja, diese neue Taktik. Facebook ist halt, ja, gibt auch Bilder, du hast auch Bilder auf deinem Profil, aber ist auch viel eine Schreibeplattform. Ne? Tinder ist für eine andere, also Tinder kann nicht das, was ich dir gleich erzähle. Tinder hat nämlich nichts mit diesem Verkaufsfunnel zu tun, mit diesem Verkaufstrichter, aber da kommen wir gleich genauer zu. Dann ist noch WhatsApp da und WhatsApp ist halt hauptsächlich zum Schreiben da. Ja, WhatsApp hat auch neuerdings diese Story-Funktion, wenn du das nicht kennst und ich komme gleich genauer dazu. Story-Funktion heißt, du kannst so in deinem Alltag Videos machen, die bleiben dann so für einen Tag online und Leute können sich das anschauen. Ja, das hat Instagram angefangen, WhatsApp hat es kopiert oder hat es auch gemacht, aber WhatsApp ist halt hauptsächlich eine Schreibeplattform. Du lädst dir WhatsApp nicht wegen Bildern oder Stories runter, sondern weil du schreiben willst. Ja, und deswegen können all diese Plattformen nicht das, was Instagram kann. Und wenn du Instagram nicht kennst, Instagram hat nur Bilder und Videos. Ja, du kannst auch Kommentare unter den Bildern hinterlassen und man kann neuerdings auch schreiben, aber der Hauptfokus ist Bilder und Videos. Ja, und ich habe auch mein Instagram-Profil hier im ersten Link in der Beschreibung verlinkt. Folg mir da unbedingt, wenn du diese neue Taktik lernen willst. Du kannst es direkt von mir kopieren. Ich werde dir in meinen Live-Stories zeigen, wie du diese Taktik anwenden kannst. Das heißt, da drüben geht sozusagen die Ausbildung weiter. Ich mache auch noch Fehler auf jeden Fall und da werde ich dich auch gleich nochmal darauf hinweisen. Also ich lerne das auch gerade noch. Ich bin absolut nicht der Meister und ich bin auch kein besonders guter Fotomacher. Ich lerne das alles noch, das kommt mit der Zeit. Aber folge mir da. Erstmal siehst du, was ich so im Alltag mache, siehst mich so im Alltag mit Frauen und so weiter, aber darüber hinaus zeige ich dir auch, wie du deinen Instagram-Account da gestalten kannst. Also mir Instagram folgen, erster Link in der Beschreibung. So, das ist jetzt aber gar nicht der Punkt. Also diese Plattform hat halt die Möglichkeit, Videos, Fotos zu machen und neuerdings gibt es auch Instagram TV. Das ist sozusagen eine Sache, die
YouTube-Konkurrenz machen soll. Das heißt, auch von der YouTube-Plattform werden noch Leute zu Instagram rüberwandern. Ja, das heißt, da wird es immer mehr Leute geben und der Hauptteil an Leuten sind weiblich. Jetzt komme ich gleich zu der eigentlichen Strategie und warum das so toll ist, aber vorher eine Sache zu diesem ganzen Thema. Ich bin auch kein großer Fan davon. Ja, ich hätte es auch lieber, wenn man sich nicht mit diesem ganzen Kram auseinandersetzen müsste, weil das kostet Zeit, das lenkt dich irgendwie im Alltag ab und ich versuche das auch auf einem Minimum zu halten. Ich habe bei WhatsApp meine Benachrichtigungshinweise ausgemacht, sodass ich die einfach nur noch selbst nachschaue und ich versuche das Ganze ablenkungsmäßig auf ein Minimum zu haben. Aber für mich, gerade als Selbstständiger, ist es halt auch wichtig, diese Kanäle zu nutzen. Das ist heutzutage einfach beliebt und wird immer beliebter und man kann halt rummeckern und sagen, das ist ja scheiße, dass alle da sind, oder du kannst es halt für dich nutzen und dann nutze ich es lieber für mich. Ja? Instagram ist auf jeden Fall eine Plattform, an die man sich gewöhnen muss und du merkst, dass es eine weibliche Plattform ist, weil du da alle möglichen Quatsch machen kannst. Du kannst irgendwie so einen Hundefilter machen und weißt du, das ist der größte Bullshit, diese ganzen abgefuckten Filter. Aber gewöhn dich einfach dran, nutz die Plattform und ich erkläre dir jetzt gleich wie. Aber bevor ich dir erkläre wie, kommen wir jetzt mal dazu, warum das so genial ist. Also, oder was die Idee der Taktik ist. Viele Frauen, und es wird immer mehr, fragen dich teilweise nach Instagram. Ja, die wollen mit dir nicht die Nummer tauschen, sondern Instagram. Das hat erstmal einige Vorteile. Instagram austauschen ist ein bisschen weniger stressig, ein bisschen weniger Druck als Nummern austauschen. Weil Instagram ist mehr so, ist ein bisschen wie Facebook nach dem Austauschen, aber viel besser und da komme ich gleich zu. Das heißt, erstmal baut es weniger Druck auf und ist entspannter. Ja? Deswegen Instagram tauschen ist meistens einfacher als Nummern tauschen und das ist schon mal gut. Jetzt kommt aber der andere Punkt. Wenn eine Frau mit dir Instagram tauscht, dann wird sie was machen? Natürlich, sie guckt sich die Fotos auf deinem Profil an. Denn das geht auch schnell. Das machst du bei Facebook meistens nicht unbedingt. Aber bei Instagram macht die Frau das. Ja? Und alles, was du jetzt tun musst, ist, dein Instagram-Profil so zu gestalten, dass es dich optimal darstellt. Ja? Auch deine Stories, also Instagram Stories, das musst du nicht unbedingt machen. Ich glaube, es reicht, wenn du ein gutes, bebildertes Instagram-Profil hast. Dann brauchst du nicht unbedingt diese Stories. Ich mache die halt auch, wie gesagt, wegen meiner Selbstständigkeit. Stories ist einfach so, du filmst dich im Alltag, so 15-Sekunden-Videos, so, hey, ich bin gerade hier mit dem Mädel unterwegs, haha, wie cool, wir sind auf einer Party, dies und das, bla bla bla. So. Musst du, glaube ich, nicht unbedingt machen, um mit Instagram gut Erfolg zu haben. Es reicht, wenn du ein ordentliches Profil führst. Aber Stories ist halt ein Bonus, weil dann kann die Frau dich halt in deinem Alltag sehen. Ja, und wenn die Frau dich wenigstens ein bisschen interessant fand beim Gespräch, wird sie sicherlich auf Instagram gucken, was du für ein Typ bist. Und jetzt musst du dir überlegen, wie könnte ich mein Instagram-Profil gestalten? Und der große Vorteil an Instagram oder an diesen ganzen Social-Media-Plattformen ist, du kannst Ausschnitte aus deinem Leben zeigen. Ja, das kennst du wahrscheinlich. Du guckst dir irgendwelche Profile an und denkst dir, mein Gott, der ist ja ständig im Urlaub. Oh, alle sind ja ständig im Urlaub. Dabei sind die Leute nicht ständig im Urlaub. Die Leute zeigen dir nur einfach die geilen Sachen. Ja, niemand zeigt dir, wie er, keine Ahnung, abends noch im Büro sitzt um 19 Uhr. Wobei heutzutage wird das auch immer beliebter, so den ganzen Tag arbeiten, ich bin so cool. Aber die uncoolen Sachen zeigt dir halt auch niemand. Also das ist ganz wichtig. Dieses Social Media hat die Möglichkeit, dass du dein Leben aus der positivsten Perspektive wie möglich darstellen kannst. Und das ist ja auch kein Lügen oder Manipulieren, weil das passiert ja wirklich in deinem Leben. Du nimmst nur einfach die positivsten Sachen und stellst sie zusammen dar. Also du gibst der Person quasi ein Buch mit Bildern und die soll das durchgucken und sieht nur positive Sachen von dir. Und wie gesagt, das ist das Tolle, es ist nicht Lügen, es ist nicht Manipulieren, weil das ist ja Teil deines Lebens. Du entscheidest dich nur dafür, welche Ausschnitte du zeigst. Und wenn du dein Instagram-Profil ordentlich machst, ja, dann guckt die Frau, die sich das ansieht, oh, hier war der auf der Party, da hat der Spaß, da ist der mit vielen Menschen unterwegs, hier hat er auch mal ein, zwei Fotos mit Frauen, aber es wird nicht ganz klar, was, in welchem Verhältnis er mit denen steht, aber die Frauen scheinen Spaß mit ihm zu haben. Wenn du ein Instagram-Profil gestaltest, das ungefähr in diese Richtung geht, ja, dann erschafft das einen enormen Wert. Und jetzt kommen wir zum Thema Verkaufstrichter. Ja, ich habe vorhin über diesen Verkaufstrichter geredet und das passiert hier eben. Also, stell dir vor, du sprichst die Frau auf der Straße an und dann tauschst du Handynummer mit ihr. So, dann ist der nächste Schritt im Verkaufstrichter das Schreiben oder Sprachnachrichten schicken. Dann erfährt sie natürlich wieder ein bisschen was über dich, aber eben nicht so viel. Also sie kann in diesem Verkaufstrichter über WhatsApp, übers Schreiben, nicht so viel Informationen erhalten, wie sie die auf Instagram erhalten kann. Ja, und dann kann es halt sein, dass es einfach so ausläuft. Aber wenn du sie auf Instagram holst,
Ja, dann guckst du zuerst mal all deine Bilder an. Da kriegst du schon mal eine Menge Informationen und das sind Informationen, die hast du gestaltet. Das ist so ein bisschen wie Propaganda. Ja, wie damals, wo Hitler oder Goebbels einfach den ganzen Fernsehapparat manipuliert hat, um die Nachrichten durchzubekommen, die sie durchbekommen wollten. Das ist das Gleiche. Ja, das kannst du auch machen. Propaganda mit deinem Instagram-Account. Das heißt, die Frauen kriegen da einfach erstmal ganz viele Informationen über dich und das sind positive Informationen, weil du hast dein Instagram-Profil ja gut gestaltet. Ja, das ist ganz wichtig. So, und dann, wenn du noch Instagram Stories machst, also ab und zu mal diese kleinen Screenshots aus deinem Leben, das schauen die sich dann auch an und bekommen noch mehr Informationen und sehen einfach immer mehr, was für ein cooler Typ du bist und was für ein cooles Leben du führst. Ja, und jetzt kommen wir auch gleich zu der Herausforderung an dieser Sache, das hörst du vielleicht schon raus, aber dann sehen die, was für ein cooler Typ du bist, was für ein cooles Leben du führst und sehen den Wert, den du mitbringen kannst. Ja, und dann bist du automatisch attraktiver, dann haben sie natürlich viel mehr Bock, dich zu treffen. Also du musst es so sehen, der Sinn dieses Verkaufstrichters ist, Leute aufzuwärmen. Ja, Leute aufzuwärmen, damit sie Handlungen mit dir machen. Ja, wenn du jetzt ganz auf meine YouTube-Videos schaust und du liest meine E-Mails und du sagst, hey Tim, was der Tim macht, das ist cool. Ja, das gefällt mir. Und ich dir dann sage, hey, ich habe ein cooles Online-Programm, das kann dir in deiner Situation helfen. Dann bist du vielleicht, sagst du, okay, cool, finde ich gut, dem Tim vertraue ich, der macht gute Sachen, also kaufe ich sein Programm. Das hast du darum gemacht, weil du warm warst. Ich habe dich aufgewärmt oder du wurdest aufgewärmt mit den Sachen, die du von mir gesehen hast. Ja? Man nennt das auch warmen Traffic, kalten Traffic. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt das Telefonbuch anrufe, um Rasenmäher zu verkaufen, dann ist das kalter Traffic. Also das sind kalte Leute, die kennen mich nicht, die haben keinen Bezug zu mir. Wenn du jetzt 20.000 meiner Videos gesehen hast oder alle meine Videos gesehen hast und dann biete ich dir ein Rasenmäher an, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du den kaufst, weil du bist warm. Du bist bereits durch mich aufgewärmt. Ja, du kennst mich, du vertraust mir, du findest meine Inhalte gut. Ich verkaufe natürlich keine Rasenmäher, aber du verstehst das Prinzip. Wenn du Frauen auf der Straße ansprichst, ist das kalt. Die sind kalt, die kennen dich nicht. Ja? So. Und wenn du sie dann aber auf Instagram leitest, dann kannst du sie mit Instagram warm machen. Und warme Leute machen wahrscheinlicher eine Handlung mit dir. Wenn jemand warm ist, wenn du tausend meiner Videos gesehen hast, kaufst du wahrscheinlicher ein Produkt als jemand, der mich gar nicht kennt. Das macht wahrscheinlich Sinn für dich. Genauso ist es, dass eine Frau, die warm gemacht wurde durch Instagram und sieht, dass du ein cooles Leben hast, wahrscheinlicher dich wieder sieht als eine Frau, die durch einen kalten Prozess gegangen ist. Zum Beispiel durch WhatsApp. Weil, und das ist das Krasse, auf WhatsApp musst du dich halt selbst darstellen. Das heißt, wenn du auf WhatsApp in Nachrichten oder Sprachnachrichten erzählst, was für ein cooler Typ du bist, dann kommt es einfach nur angebermäßig rüber. Auf Instagram allerdings nicht. Ja, weil die Frau weiß ja nicht, dass du das Profil genau deswegen gestaltet hast. Das weiß die ja gar nicht. Die will nicht davon ausgehen, oh, er hat ganz viele Angeberfotos gemacht. Sondern sie sieht die Fotos und denkt sich, krasser Typ. Jetzt kommen wir zu der Problematik an dieser Sache. Also diese Taktik, das ist wirklich stark und das wird in den kommenden Jahren nur noch stärker. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Instagram-Plattform bleibt, aber das ist eine große und immer weiter wachsende Plattform und du kannst halt sehr viel rausholen, wenn du diese neuen Technologien benutzt. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Also das Ganze hat meiner Meinung nach schon eine Lernkurve. Es ist nicht so, dass du jetzt sagst, oh, ich mache jetzt Instagram-Profil und dann läuft das alles, sondern du musst das schon ein bisschen lernen. Das heißt, am besten schaust du dir unter anderem mein Profil an, aber auch das Profil von anderen Leuten. Wie gesagt, mein Profil, folg mir da gerne, dann zeige ich dir, wie das läuft. Ist erster Link in der Beschreibung. Folg mir da gerne auf Instagram, dann siehst du, was ich meine. Du musst es halt lernen. Und ich habe auch Fehler gemacht. Wenn du mein Profil siehst, das kannst du dir gleich mal anschauen. Ich habe sehr viele Fotos, fast nur mit Frauen. Ja, das ist die Darstellung, die ich in dem Moment darstellen wollte. Das ist nicht so für Frauen ausgelegt, sondern eher für Männer. Das Ding mit Frauen ist, oder die Fotos, die du da siehst, ich habe die nicht optimal gemacht. Also du siehst Fotos, wo ich einfach so mit Frauen da bin, das sind Freundinnen von mir oder welche, mit denen ich was hatte und so. Und die habe ich dann so im Arm und dann grinsen wir zusammen mit der Kamera. Ja. Was du optimalerweise machst, wenn du Fotos mit Frauen machst, damit das gut rüberkommt, ist, dass die Frauen zum Beispiel, du hast hier rechts und links eine Frau und dann guckst du woanders hin, so als wäre irgendwo anders etwas, was deine Aufmerksamkeit viel mehr auf sich zieht als diese beiden Frauen. Weil dann sieht es nämlich nicht so aus, so von wegen, oh, hier sind zwei Frauen und ich wollte mal schnell ein Foto mit denen machen, weil das sieht ja cool aus auf Instagram, sondern dann sieht das so aus wie, oh mein Gott, diese beiden Frauen wollten unbedingt ein Foto mit mir machen, aber eigentlich ist meine Aufmerksamkeit ganz woanders. Und das ist nur einer von vielen Tipps, nur einer von vielen Dingen, die man lernen muss, um ein gutes Profil zu gestalten. Natürlich musst du auch erstmal in der Lage sein, gute Fotos zu machen. Dafür brauchst du entweder eine Spiegelreflex, eine gute Kamera. Aber die meisten Handys machen gute Fotos. Also wenn du so ein Kartoffelhandy hast, das so Kartoffelfotos machst, als würdest du mit einer Kartoffel fotografieren, dann solltest du dir vielleicht ein neues Handy besorgen für diesen Fall. Ne? Und ich hatte schon Coaching-Teilnehmer, die haben noch mit so alten Clicker-Phones da rumgedamelt. Was auch in Ordnung ist. Dann kannst du halt diese Sache nicht nutzen. Das ist ja kein Tod. Es hilft dir halt nur.
Also besorg dir eine ordentliche Kamera, lern so ein bisschen, wie man Fotos macht. Und das Tolle ist, du kannst halt auf Instagram direkt Filter hinterlegen. Ich hinterlege hinter fast alle meine Videos sonnigere Filter. Das siehst du auch jetzt hier. Dieses Video ist auch etwas nachbearbeitet, sodass die Farben wärmer sind. Frauen mögen eher wärmere Farben, Männer eher kältere Farben. Kältere Farben, blau, sind so blau und einfach diese ganzen Sachen grün und so weiter. Und wärmere Farben sind eher so rot, gelb, orange. Und deswegen filter ich meine Sachen, also lege ich immer einen Filter drüber über die Fotos, der eher so in diese rot, orange, gelb Richtung geht. Genauso wie hier jetzt in diesem Video, weil ich es einfach schöner finde, muss ich sagen. Genau, das ist auch so eine Sache, die du wissen musst. Das heißt, es besteht da schon eine Lernkurve. Es ist nicht so, dass du jetzt anfängst und einfach sofort ein geiles Instagram-Profil hast. Das musst du dir halt gestalten. Genauso wie du dir natürlich ein gutes Online-Dating-Profil gestalten musst, wenn du Online-Dating erfolgreich betreiben willst. Aber das ist das Coole, wenn du gute Fotos lernen machst, also wenn du lernst, gute Fotos zu machen oder dich vielleicht fotografieren lässt von einem Kumpel, der das kann, oder einem Fotografen, dann kannst du diese Sachen halt nicht nur auf Instagram benutzen, sondern auch auf zum Beispiel Tinder. Also wenn du, verstehst du, das ist ja diese Fähigkeit, die du da lernst, hilft dir auf beiden Plattformen. Oder hilft dir auf allen Plattformen, die in der Zukunft kommen. Und das wird ja nur eher mehr als weniger. Das heißt, du kannst trotzdem noch Frauen im Alter kennenlernen und kannst sie dann durch einen effektiven Verkaufstrichter führen und hast dann mehr Erfolg mit Frauen. Und glaub mir, das ist eine unglaublich effektive Methode, um mehr Frauen kennenzulernen, um die Frauen aufzuwärmen. Und gerade wenn du auf solche Sachen hinaus willst, wie gerade für Beziehungen zum Beispiel, halte ich das für enorm geil, aber auch für Sex. Oder dafür, neue Kontakte zu machen und einfach einen größeren Bekanntenkreis aufzubauen. Das funktioniert auch wunderbar. Aber ich glaube, gerade Beziehungen ist nochmal super gut damit, wenn du der Frau zeigen kannst, wie viel Wert du mitbringst, weil du ein cooles Leben hast. Wie gesagt, das Ganze muss man lernen und ich werde auch in kommenden Videos immer wieder darauf eingehen. Folge mir, wie gesagt, unbedingt auf Instagram. Da zeige ich dir nämlich auch ganz, ganz viel. Und da siehst du mal, wie ich das mache. Wie gesagt, in den kommenden Videos oder in zukünftigen Videos werden wir noch näher darauf eingehen. Ich zeige dir dann Beispielprofile und so weiter. Aber wie gesagt, auf Instagram lernst du das hauptsächlich von mir. Deswegen folge mir da einfach, wenn du noch kein Instagram hast. Mach dir ruhig Instagram, auch wenn du ein bisschen älter bist. Ja? Nutz diese neue Technologie, kann ich dir nur empfehlen, denn das ist super stark und wird dir enorm weiterhelfen. Schön, dass du hier warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Ich habe noch ein paar Plätze für Ende des Jahres frei. Aber auch wenn du dieses Video später siehst, kannst du dich gerne für ein Coaching bei mir bewerben. Und unten links kommst du zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.